Auf keinen Fall. Niemals. Mach das ja nicht. Wir zeigen dir heute 7 Sachen, die du bei der praktischen Prüfung nicht machen sollst, die aber routinierte Autofahrer im Straßenverkehr immer wieder machen. Die letzte Sache wird dich sicher überraschen. Was sollte man als Autofahrer bei einer Führerscheinprüfung auf keinen Fall machen? Und du kennst das ja, du fährst mit deinen Eltern, mit Freunden, mit Bekannten, die machen etwas, man denkt sich gar nichts mehr dabei. Und bei der praktischen Führerscheinprüfung wäre das aber ein absolutes No-Go. Das würde der Prüfer mit einem Fehler, je nachdem, was du anstellst, schwerer, mittlerer Fehler bewerten. Und du weißt ja, bei einer praktischen Führerscheinprüfung darf man 2 schwere Fehler machen. Wenn dann noch etwas dazukommt, dann hat man in Österreich die Prüfung leider nicht bestanden. Was viele Autofahrer, routinierte Autofahrer machen, was du aber auf keinen Fall bei der praktischen Prüfung machen solltest, wäre fahren mit einer Hand. Du kennst das ja, viele Autofahrer haben so cool die Hand am Lenkrad, zweite Hand am Schalthebel, cruisen durch die Gegend und das schaut einfach cool aus. I didn't do that. Bei der praktischen Prüfung wäre das ein absolutes No-Go. Hier könnte der Prüfer sogar einen schweren Fehler eintragen, wenn man das also während der gesamten Prüfungsfahrt macht. Wenn du das Fahrsicherheitstraining schon gemacht hast, dann wirst du wissen, es gibt Situationen, wo man relativ schnell reagieren muss, wo man auch kontrolliert reagieren muss. Und unsere Prüfer wissen das natürlich. Und im Straßenverkehr kannst du gewisse Situationen, wie zum Beispiel ein plötzlich schleuderndes Auto, nur abfangen, wenn du beide Hände am Lenkrad hast. Wir kommen zum Glück ganz selten in diese Situation, aber wenn du einmal in dieser Situation bist oder warst, dann wirst du daran denken, beide Hände am Lenkrad zu haben. Was wir schon 3-mal in unserer Serie betont haben, ist, dass manche Autofahrer keinen Schulterblick machen. Reicht ja eh der Spiegel. Oh man! Wir haben dir hier ein Video verlinkt, wo es um den 3S-Blick geht, warum man den machen soll, wann er sinnvoll ist, wie er funktioniert. Schau dir das einmal an. Wenn du bei der Prüfung keinen 3S-Blick oder auch diesen Sicherungsblick machst, das heißt also noch einmal zurückschauen, wenn man zum Beispiel abbiegt über eine Radfahrerüberfahrt, also nach rechts abbiegt über eine Radfahrerüberfahrt, wenn du also dort nicht diesen Sicherungsblick machst, dann zählt das ebenfalls bei einer Prüfung als schwerer Fehler. Was routinierte Autofahrer immer wieder machen, ist, Radfahrer auf einem Schutzweg, also einem Fußgängerübergang oder auf einer Eisenbahnkreuzung zu überholen. Oh mein Gott. Absolutes No-Go. Wenn du ein Überholverbot bei der praktischen Führerscheinprüfung nicht beachtest, dann ist die Prüfung, egal was du sonst noch angestellt hast, immer nicht bestanden. Das wäre, wenn du dann einen Führerschein hast und in der Probezeit bist, ein Nachschulungsdelikt. Wenn du das während der Prüfung anstellst, dann ist die Prüfung definitiv nicht bestanden. Da kannst du noch so gut Auto fahren. Radfahrer also niemals auf einem Schutzweg oder auf einer Eisenbahnkreuzung überholen. Auch das machen deine Eltern, Freunde wahrscheinlich ohne nachzudenken. Wenn hier am Boden eine Sperrlinie angebracht ist, das Überfahren einer Sperrlinie. Are you serious? Das tut nicht weh. Das ist eine Bodenmarkierung, ist nur Farbe, die aufgetragen ist. Aber bei einer praktischen Führerscheinprüfung ein absolutes No-Go. Zählt als schwerer Fehler, wenn man eine Sperrlinie überfährt. Was die wenigsten Autofahrer, die schon lange einen Führerschein haben, in der Realität beachten, sind Geschwindigkeiten. Oh, really? Wir haben dir ein eigenes Video gemacht, auch das habe ich da oben verlinkt, wo es zum Thema Geschwindigkeiten geht. Was die wenigsten Autofahrer wissen, ist, dass in Österreich eine Ortstafel keine Geschwindigkeitsbegrenzung aufhebt. Das heißt, wenn du zum Beispiel eine 70 km/h-Beschränkung hast, so wie in diesem Bild, das ist übrigens ein Prüfungsbild, und du kommst dann zu einer Ortstafel und diese Geschwindigkeitsbegrenzung, also diese 70 km/h in diesem Fall, ist nicht aufgehoben, dann darfst du im Ortsgebiet weiterhin 70 km/h auf dieser Straße fahren. Wenn du links oder rechts abbiegst, dann gilt wieder die allgemeine Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h. Auch das sieht man immer wieder. Für viele Autofahrerinnen und Autofahrer ist eine Stopptafel nur ein Hinweis. Don't do this! Aber denk dran, bitte bei einer praktischen Führerscheinprüfung bei einer Stopptafel nicht stehen bleiben. Zählt als Vorrangverletzung und könnte sogar dazu führen, dass die Prüfung nicht bestanden ist. Also bei der Prüfung unbedingt bei der Haltelinie anhalten oder wenn keine Haltelinie vorhanden ist, spätestens bei der Sichtlinie, also wo man gute Sicht auf den Querverkehr hat, dort stehen bleiben. Auch wenn kein Auto kommt, also wenn du in der Ferne schon gesehen hast, es kommt kein Auto, trotzdem stehen bleiben. Das würde als ganz, ganz schwerer Fehler bei der praktischen Prüfung zählen. Und das Letzte, mit dem hast du wahrscheinlich nicht gerechnet.
Und das machen deine Eltern, deine Freunde. Stell dir mal vor, du bist auf einer schmalen Straße unterwegs und es kommt dir ein sehr breites Auto, zum Beispiel ein Traktor mit Aufleger entgegen. Es geht sich nicht aus, dass ihr schön auf der Straße aneinander vorbeikommt. Dann ist es für Autofahrer heutzutage ganz normal, aufs Bankett auszuweichen. Aber das Befahren des Banketts ist ein absolutes No-Go. Das ist auch verboten, das darf man nicht. Eigentlich alle Autofahrer tun es, aber bei der praktischen Führerscheinprüfung ein absolutes No-Go. Einzige Ausnahme wäre, wenn der Prüfer dir die Anweisung gibt. Das haben wir auch schon einmal bei einer Prüfung gehabt, wo ein großes Auto uns entgegengekommen ist und der Prüfer gemeint hat, na, bevor jetzt hier 2-3 Minuten rückwärts gefahren wird, weichen wir aufs Bankett aus. Wir haben den Prüfer dann darauf hingewiesen, dass das verboten ist. Er hat gesagt, okay, da schaut er drüber hinweg, dann sind wir aufs Bankett gefahren. Aber bitte, bitte, das ist eine Ausnahme und das war absolut verboten. Hätten wir nicht machen dürfen, aber um den Prüfungsablauf nicht zu sehr zu beeinträchtigen, haben wir das damals auf Anweisung des Prüfers gemacht. Bitte auf keinen Fall selbst ins Bankett fahren. Das wäre ein absolutes No-Go, zählt als schwerer Fehler. Wenn du Fragen hast, schick sie uns an fragen@alpenland.co.at oder fragen@driveacademy.at. Schick uns eine WhatsApp an 0677 640 29700. Du kannst uns helfen, indem du diesen Kanal abonnierst, ein Like da lässt, vielleicht einen Kommentar oder ihn weiterempfiehlst. Wir freuen uns schon auf nächste Woche, wenn es wieder heißt auf die Überholspur. Bis dahin, schön rechts fahren.